Auch wenn ich vor gar nicht so langer Zeit schon ein Video zum IS-3A, muss man ja sagen, gebracht habe, will ich euch heute den einfach nochmal zeigen, weil die Preview war natürlich eins, aber jetzt ist es mein Schatz, alles alleine mein Schatz, den gab es ja heute. Und ja, ich freue mich sehr auf den. Und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns einfach mal beginnen. Ich habe hier meine IS-3-Crew drin. Meine IS-3-Crew ist jetzt nicht die beste Crew, aber auch die will mal hochgepusht werden und die kennt ja das schon, das Vehikelchen. Also perfekt für ein kleines Ründchen. Los geht's! So soll es sein, so macht Spaß. Wie gesagt, er ist etwas unmobiler als der normale IS-3. Schießt dafür etwas schneller, ist aber etwas ungenauer. So sind einfach mal die Hard Facts, würde ich mal sagen, um so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also an die Leute, die immer fragen, was wurde denn da eigentlich geändert? Ja, das war's so im Prinzip, kann man sagen. Gun Depression wird wahrscheinlich genauso mau sein wie bei seinem normalen Bruder. Und die Frage kommt auch immer wieder auf. IS-3, was ist das für ein Autoloader? Nein, es ist eben kein Autoloader, sondern das Laden wird nicht mehr durch den Ladeschützen gemacht, sondern da gibt es einen Mechanismus, der dafür zuständig ist. Nichts anderes heißt das Ganze. Deswegen sozusagen eher IS-3A für Automatik und nicht für Autoloader. Ja, da bin ich. Also ich werde jetzt mir mal die Mitte vornehmen. Und hier dann darüber dann hochfahren, auch wenn die Gun Depression eher meh ist, sollte ich dann da hoffentlich doch ein bisschen gleich wirken können, selbst wenn ich einfach ein wenig hochfahre. Aber man sieht, selbst der Super Pershing ist schon fast so schnell wie wir. Ja, da brauchte ich einfach lange zum Einzielen. Aber Gott sei Dank, Gegner hat keine Arti, dementsprechend halb so wild. Und nein, ich folge dir nicht. Ich will da einfach so ein bisschen jetzt hier da auf meine Kosten kommen. So, schöner schneller Hit auf den VK. Digga, mir darf es gerne nochmal rauskommen. Kleiner Freund. Komm raus, mein kleiner Freund. Ja, genau so in etwa. So. Wir laden nach. Und was halt das Wahnsinnige ist, diese schnelle Fluggeschwindigkeit der Projektile. Der ist wirklich toll. Ah, leider nicht diesmal. Leider nicht. So, der hat jetzt auch schon genug. Nein, minimal zu weit drüber gebolzt. Oh, jetzt dreht er seinen Helm genauso, wie ich es gebraucht hätte. So, jetzt muss ich da unten unterstützen. Weil den Super Pershing sterben lasse ich ihn dann nicht. So viel sind wir auch wieder nicht. So, weg damit. Und nun wird auf den UI gegangen. Da hat er gerade geschossen. Oh, nee, da hat er noch. Der war schlecht von mir. Ganz, ganz, ganz schlecht. Ganz maue Schussleistung. Muss ich leider eingestehen. Jetzt aber der Nachschuss. 3 HP. Dann nehme ich ihn raus. Unglaublich, diese Super Pershings hier. Komme ich einfach nicht so drauf, wie ich es wollen würde. Komm schon. Jetzt fahr da nicht so weg.
Ja, mein Kill, mein Kill, mein Kill. So, und da ist noch ein bisschen was da drüben los. Probiere ich nochmal drauf zu kommen. Der WZ und der Super Pershing sind da noch am Start. Langsam aber sicher. Oh, knapp drüber aber auch. So. Die gute alte Stelle geht halt immer noch. Und jetzt, wo ist der WZ? Das ist die letzte Frage. Da hinten ist er. Wir kämpfen uns jetzt über die Düne. Der LTDB geht schon auf Abfangkurs. Aber der WZ versucht da abzuhauen. So, jetzt kommt der LTDB von hinten. Vielleicht kriege ich noch einen Schuss drauf. Das wäre der Wunsch. Bereit zu feuern. Motor Aim ist drin. Sie kann jeden Moment reißen. Der Treffer. Ja. Ich sehe sie nicht mehr. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Und weg ist er. Ja. Knapp fast 3000 Schaden gemacht. Das lief doch gut, auch wenn mich da am Schluss noch ein eigener T25, warum auch immer, beschossen hat. Aber für die erste Runde zweiter Klasse 3000 Schaden gemacht, 1010 XP geholt, 15 Schüsse abgegeben, 11 getroffen, 9 durchschlagen. Also wie gesagt, da muss ich ein bisschen noch am Aiming arbeiten, aber ich hatte eine Pause. Darauf schieben wir das jetzt einfach mal. Unterm Strich, genauso wie ich es mir erwartet habe, ein bisschen langsamer, ein bisschen schlechter vom Aiming, aber dafür dann diese tolle Schussgeschwindigkeit, die ist wirklich grandios und die macht Spaß. Ja, von dem her hoffe ich, das Video hat mit mir gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.